Und hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Shadow of the Tomb Raider. Wir haben das Dorf endlich gefunden, dieses kleine hier. Haben schon mit etlichen Leuten gesprochen. Und haben auch schon so ein paar Nebenquests sammeln können. Huch, was war das? Und sind jetzt noch dabei, ein bisschen weiter zu erforschen. Hier war ich nämlich noch nicht in der letzten Folge. Sondern war hier hinten, glaube ich, lang gelaufen. Ja. Oh je. Das wird ja hier immer größer. Immer weitläufiger. Mal gucken, ich renne jetzt hier trotzdem nochmal lang. Hier, die Dame hatten wir auch noch nicht angesprochen. Hallo? Erzählt die auch was? Bist du neu hier? Dann red mal mit Abigail. Sie will alle Neuankömmlinge hier sehen. Du meinst Abby? Wir kennen uns. Sie war sehr hilfreich. So ist unsere Abigail. Immer da, um einen Generator zu reparieren oder einen Streit zu schlichten. Sie ist unsere Bürgermeisterin, inoffizielle Ladenbesitzerin, die Hälfte der Freiwilligen Feuerwehr. Und glaub mir, du willst dich nicht mit ihr prügeln. Ich frage mich, wie sie das alles auf die Visitenkarte kriegt. Okay, dann viel Glück mit allem. Ja, okay. Wir haben mit einem Jaguar gekämpft. Dann wären wir mit der auch fertig. Aha. Eine Ukulukule? Nee, ist eine Gitarre. Hallo? Wie können Sie so fröhlich tratschen, nachdem wir so viel verloren haben? Tut mir leid. Hey, du bist nicht Mariella. Nein, ich... tut mir leid, dass ich gestört habe. Okay. Gehen wir jetzt da hoch oder? Achso, da müssen wir lang. Oh, was haben wir denn hier? Ein Bericht über eine Spukhöhle. Diese Geschichte handelt von einigen umliegenden Höhlen, in denen es angeblich spukt. Unheimliche Laute, die aus den Tiefen der Erde kommen. Niemand, der die Höhlen betreten hat, ist je wieder zurückgekehrt. Merkwürdige Geräusche, irgendetwas zwischen Donnergrollen und Hundegeheul. Und ein rätselhaftes Leuchten. Na, das kommt uns doch bekannt vor. In dem letzten Herausforderungsgrab haben wir nämlich ähnliche Erfahrungen machen dürfen. Na, Cowboy? Tja, der hat auch ein F über dem Kopf, aber ich kann mit ihm nicht sprechen. Klick, 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 klick. Geht nicht. Oh, ein Moped. Hallo, junge Frau, kann ich mit dir sprechen? Ja, nein, vielleicht, doch, ja, nein. Hier kommen nur selten Touristen her. Ich bin keine Touristin, meine ich. Ich bin Forscherin. Oh, oh. Tja, du hättest diesen Ort mal vor 20 Jahren sehen sollen. Er war so voller Leben und so optimistisch, was die Zukunft betrifft. Pff, optimistisch. Naiv trifft es wohl besser. Was ist passiert? Porvenir ist passiert. Eine große Ölfirma aus Lima. Sie kamen her, kauften die Stadt auf, gaben allen Arbeit. Sie wollten sogar Wohnungen über den Fluss bauen. Dann ging alles den Bach runter. Der Ölcrash. Ja, und sieh uns jetzt an. Schade, dass du keine Touristin bist. Touristen bringen Geld. Archäologen nehmen nur. Oh ja, neue Radeon-Software-Aktualisierungen sind verfügbar. Schön. Hat er gesehen, wie das aussah, als der Junge hier durch das Wasser gelaufen ist? Da, das sieht voll gut aus. Alter Schwede, ich weiß, das ist jetzt ein bisschen pedantisch, aber im Endeffekt, ich mag sowas. Also normalerweise hat man bei Spielen ja oft bloß diese Effekte für den Moment, wo man drinne steht und nicht nochmal so nachwirkende Wellen. Das ist cool. Gefällt mir. Einst wurde die Stadt von dem wachsamen Auge des Kondors beschützt. Doch wir ließen zu, dass der Adler ihn vertrieb. Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich auch nicht. Manchmal gehen Sachen im Laufe der Zeit verloren. Wir dachten, Geld würde uns glücklich machen. Aber der Adler nahm auch das. Aha. Okay, noch eine kleine Nebenquest. Das gefällt. Und da müssen wir sowieso in die Richtung. Oh. Bergung ist gut. Kommen wir hier rein? Ist das nicht irgendwie strafbar?
Tja, Lara, nichts Besseres zu tun, als sie erstmal zu plündern. Das hat dir deine Mutter aber nicht beigebracht. Bestattungspuppen. Replik? Bestattungspuppen wie diese wurden für gewöhnlich aus Stoff gefertigt und mit Schilf und Korn gefüllt. Sie halten oft etwas in der Hand, beispielsweise ein Musikinstrument oder ein Garnknäuel. Diese Puppe hält ein Kleinkind, was darauf hindeuten könnte, dass die verstorbene Mutter gewesen war. Okay. Wir drehen es noch ein bisschen. Diese hier besteht allerdings aus modernen Materialien. Ich schätze mal, Porvenir könnte sie als Werbespielzeug hergestellt haben. Okay. Das scheint's hier gewesen zu sein. Ja. Ich war da nicht drin. Das war schon offen. So. Omar, Sie haben die ganze Nacht gearbeitet. Und? Dafür werden Sie doch bezahlt, oder? Hau ab! Scheiße, nein. Verpiss dich und lass mich das scheiß Spiel sehen. Alter. Was ist das? Ein Pisser ist das. Hey, hey, hey. Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Kumpel, geht's dir gut? Alles in Ordnung? Nein, alles ist schrecklich, wie immer. Diese Plünderer kommen her, lassen uns unsere eigenen Reliquien ausgraben, zahlen so gut wie nichts. Und hauen mit den Funden und dem Profit ab. Wir alle hier sind verzweifelt. Seit Porvenir weg ist, gibt es keine Arbeit mehr. Wir sind am Ende. Und der Sturm war vermutlich auch nicht hilfreich. Das Wenige, was wir hatten, ist weg oder unter Wasser. Ich weiß nicht mehr weiter. Ich habe einige Erfahrungen mit solchen Leuten. Vielleicht kann ich helfen. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Wie war nochmal dein Name? Lara. Ich bin Victor. Wenn du mit Omar reden willst, dem Anführer der Peiniger, Diebe und Plünderer, er ist da drin. Danke. Sei vorsichtig, er mag's nicht, wenn man aufmuckt. Ja, das wollen wir doch mal sehen. Und er hat ein bisschen gelispelt. Haben Sie eventuell einen Sprachfehler? Nein, habe ich nicht. Na du, Pisser? Verpiss dich! Wer bist du? Suchst du Arbeit? Du hast kein Glück. Wir haben genug Leute. Marco ist fürs Personal zuständig. ja, danke. Weißt du, wo er ist? Wo schon? In der Bar. Aha. Also ich hätte ja nicht übel Lust, dich hier mit einem Pfeil zu spicken, du. Na schade, ich kann nicht nochmal mit ihm sprechen. Aber mit ihm? Es wäre großartig, diese Diebe loszuwerden. Kriegen wir hin, kriegen wir hin. Wir gucken nochmal zur Bar. Ich weiß, es klingt albern, nach allem, was passiert. Dum, dum, dum. Oh, wie cool das hier alles aussieht. Das ist einfach so wunderbar. Das ist verdammt wundervoll. Hallo? Kann ich jetzt mit dir sprechen? Ich habe zwei Jahre gebraucht, um sie anzusprechen. Endlich schaffe ich es. Und jetzt? Wer ist der Kerl überhaupt? Jonah macht sich gleich Freunde. Na, dein komischer Dreckskerl da hinten von Freund, der ist kacke. Ich suche nach Marco. Warum? Weshalb? Ich will nur mit ihm reden. Er will wirklich keinen Ärger. Ich will keinen Ärger. Ich suche Arbeit. Arbeit? Ja. Ja, klar. Also, bist du Marco? Sag mir, dass Omar dich nicht schickt, um Ärger zu machen. Wenn eins dieser Tiere meinem Sohn was tut, dann... Marco, ich gehöre nicht zu Omar. Glaub mir. Was soll das mit deinem Sohn? Mein Knie ist kaputt, also hat Omar Pablo als Ersatz zur Ausgrabung geschickt. Er sagte, ich sei jetzt Personalchef und müsse Ersatz finden, sonst... Ansonsten müsste dein Sohn weitermachen. Ja, ich befürchte, er behält Pablo da, auch wenn ich ihm jemanden bringe. Nun, zum Glück hast du jemanden angeheuert. Dich? Wirklich, du? Würdest du das tun? Wir wollen doch den Boss nicht enttäuschen, oder? Danke. Wenn du Pablo siehst, sag ihm, ich bin hier. Okay. Zum Stadtrand gehen. Na gut, den da oben hatten wir schon. Also sind ja hier harte Sitten, muss ich mal so sagen. Dum,
Dum 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 dum. Oh, eine Kiste. Hallo, soll ich dir was erzählen? So. Kann ich nicht. Schade. Hä? Jetzt ist er weg. Muss ich jetzt doch zum Stadtrand? Ach, Manu. Wir gehen einfach erstmal ein Stückchen weiter. Hallo? Sie zwingen unsere Kinder zur Arbeit. Ich weiß, armer Pablo. Wir sollten das tun. Sie haben Marco so zugesetzt. Er kann kaum gehen. Wenn wir nichts unternehmen, wird es nur schlimmer. Na, macht mal noch nichts. Ich bin noch dabei. Ich hab dich hier noch nie gesehen. Ich bin neu hier, bleibe aber nicht lange. Lass dich nicht täuschen. Das hier ist ein guter Ort. Schwierig, aber gut. Dein Garten hat den Sturm wohl überlebt. Durch Glück und harte Arbeit. Wir haben ihn gemeinsam angelegt, also haben ihn auch alle geschützt. Mhm. Niedlicher kleiner Garten. So, mal gucken. Zum Stadtrand sollten wir gehen. Ist jetzt aber keine Markierung irgendwie eingezeichnet. Ist auch nicht so schlimm. Warte mal, hier kann man anscheinend drunter durchgehen. Dann gucken wir erstmal hier im hintersten Winkel, ob wir irgendwas Cooles finden. Ja, das ist schon mal was Cooles. Unser Wissen ein bisschen auffrischen. Wunderbar. Okay, wo kommen wir denn hier hin? Was ist das? Oh mein Gott. Bitte, hilf mir. Ja, na sicher doch. Was ist denn los? Bist du okay? Die sind hinter mir her. Bist du Pablo? Ja. Alles okay. Oh. Dein Vater schickt mich. Er ist bei Abby. Geh hin und triff ihn dort. Die Typen übernehme ich. Danke. Vielen, vielen Dank. Pass auf, ihr Rücken. Verschwinde von hier. Okay. Ach, das mit dem Schlamm, das ist so gut gemacht. Dann wollen wir mal ein bisschen aufräumen hier. Ich zeig dir gleich meine Pause. Alter! Was ist in Ihnen gefahren? Wir waren immer 10 Leute pro Woche. Ich glaube, es ist sein Bruder. Immer Gewerkschaft hier, Gerechtigkeit da. Alter, 3 Stück hat er ja schon niedergemacht. Scheiß Schneeflocke. Hallo, Kumpel. Sind das die Funde überhaupt wert? Auf dem Schwarzmarkt, definitiv. Stimmt. Fast 100% Aufschlag, egal was wir besorgen. So. So ein mieses Stück. Dreht er sich da hinten nochmal um, oder? Na los, lauf deine Patrouille. Jawohl. Ja, der könnte mich eventuell sehen, oder? Vielleicht aber auch nicht. Nein, eher nicht. Der Generator ist wieder kaputt. Reparier ihn. Leck mich. Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie man das am besten machen sollte. Ich weiß ja nicht, wie viele noch da Blödes sind. Scheißteil. Den hier sollte ich doch eigentlich... Ah, schade. Der andere geht jetzt wieder nach links. Oh, er hat's nicht gesehen. Er ist so doof. Aber es ist voll gut, dass er so doof ist. So, na gut, dann gehen wir erstmal so rum. Ja,
Ach, ich mag sowas. Schleichpassagen, super. Okay, der müsste mich dann richtig sehen können. Wir können auch von da oben gucken. Ja, dann könnte er mich sehen. Ja, mach mal. Das klappt also. Nein. Ich gehe der Sache nach. Das ist sehr gut. Und wie war's so? Für dich? Ich habe Schwein gehabt, dass der mich jetzt nicht gesehen hat. ist jetzt hier noch irgendwas zum Einsammeln? Nö. Dann gehe ich jetzt wieder da lang. Guck jetzt nochmal, ob ich hier irgendwas machen kann. Ne. Die kann ich jetzt nicht nochmal looten irgendwie. Oh. Ach komm, für den Abfall war mal ein Pfeil. So, alles clear jetzt hier, oder? Schrapnellgranaten. Oh, okay. Ja, aber was ist, wenn ich die jetzt noch gar nicht benutzen will? Doch. Achso, die kann ich hier aufsammeln. Ja, alles klar. Das ist natürlich sehr praktisch. So, sind hier oben jetzt auch noch welche? Oh, ja, sind. Wir haben den Missbrauch satt. Letzte Warnung. Wir sehen nicht mehr tatenlos zu. Es ist jetzt genug. Geht zurück. Ihr lasst ihn besser gehen, sofort. Eure Waffen beschützen euch nicht länger. An die Arbeit oder er stirbt. Wir lassen uns nicht mehr bedrohen. Glaubt ihr, lasst nur? Ihr seid ein Haufen lausiger Diebe. Okay. Jetzt seid ihr zu weit gegangen. Lasst ihn gehen, sonst kracht's. Genug. Schluss mit den Spielchen. Macht Jagd auf uns. Der Commander wird uns nicht wenden. Alles klar. Ich muss zurück zum Dorf. So, kurz und schmerzlos hier. Moment, ich spreche gleich mit euch. Ich will bloß mal die Saftsäcke hier ausrauben. Tada. Ja, das sind ja ein paar Helden, du. Na gut, der müsste ja eigentlich schon... Ja, der ist erledigt. Ah, verdammt, einen haben sie, glaube ich, erschossen, oder? Pack deine Sachen und geh zurück ins Dorf. Sei gesegnet. Sehr gesegnet. Winkelgasse. Und du da? Danke. Ja, bitte. Hallo. Hallo, du. Oh nein, der Opa ist tot. So eine schöne... Nicht schöne... So ein Mist, so. So, und was haben wir hier? Okay, so eine Art Büro. Oh, ein Kästchen. Tumi-Messer, ein Opfermesser der Inka. Das ist eine billige Plastikkopie der Messer, mit denen während des Inti Raymi, dem Fest des Sonnengottes, traditionell Lamas geopfert wurden. Gelegentlich wurden diese Messer außerdem für Trepanationen benutzt. Die Inka glaubten, bestimmte Krankheiten könnten geheilt werden, indem man ein Loch in den Schädel bohrt, um den Druck zu verringern. Okay. Ja. Mag so sein, bei manchen Dingen. Okay, mehr gibt's jetzt hier anscheinend erstmal nicht.
Okay, weiter. Jetzt gucken wir mal hier draußen noch ein bisschen rum. Das sind wieder diese Splittergranaten oder Schrapnell-Dinger. Achso, hier hätten wir wahrscheinlich auch nochmal hochgekonnt. Was war das für ein Geräusch? Okay. Das scheint es hier schon gewesen zu sein. Jo, ganz offensichtlich. Dann haben wir ja im Prinzip schon die Gegend von diesen komischen Banditen hier gesäubert. Bis das irgendein Chef mitkriegt von denen. Dann könnte es natürlich nochmal lustig werden. Aber der Sohn ist vor allem erstmal sicher. Oh, sie ist schon wieder ein bisschen schmutzig. Na gut, das macht es jetzt nicht besser. Aber wir haben ja das Jaguar-Fell. So, nun bin ich ja mal gespannt. Renne, 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 renne. Hast du ihn gesehen, Pablo? Ja, er lief rüber zu Abby. Gut, ich hoffe, er ist okay. Aha, sie haben ihn also gesehen. Hier ist er schon mal vorbeigekommen. Dann gucken wir mal zu Abby. Senorita. Ja, mal gucken. Es wird sich ja dann auch bestimmt ein bisschen rumsprechen, dass Lava hier für Ordnung sorgt. Ja, da hinten steht er doch schon. Pablo hat von dir erzählt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, außer danke. Schon okay. Vor vielen Jahren, als mein Großvater noch ein Junge war, kamen Männer und wollten die Wildnis rund um das Dorf abholzen. Keiner hat sich gegen sie aufgelehnt. Nur mein Großvater. Ein 15-Jähriger stand mit einer leeren Waffe da und hielt Maschinen und Männer auf, die doppelt so groß waren. Manchmal kann der Mut von einem die Feigheit von Dutzenden aufwiegen. Ich habe noch seine Waffe von damals. Ich möchte sie dir geben als Zeichen des Muts und meiner Dankbarkeit. Solltest du sie nicht Pablo geben? Mein Junge will Arzt werden, wie seine Mutter. Sag, wie heißt du überhaupt? Lara. Ich habe jetzt eine neue Geschichte, Lara. Nochmals danke. Ui. Flussfalke. Okay. Und einen Fähigkeitspunkt. Das ist doch super. Gleich gucken. Gleich zum Feuer gucken. Unsere erste Nebenquest. So. Inventar. Dann gucken wir doch mal. Ja. Die ist jetzt nicht so der Knaller wie unsere. Gut, macht ein bisschen mehr Schaden. Aber unsere ist natürlich präzisionstechnisch und so weiter ja schon so ein bisschen upgegradet. Darum nehmen wir sie auch wieder. Was siehst du, die Waffe könnten wir jetzt auch schon mal so ein bisschen. Präzision steigt dann nochmal. Feuerrate. Ja, komm, wir nehmen erstmal Schaden. Das kann nichts schaden. Präzision, Feuerrate, Nachladetempo ist, ja, Nachladetempo, das ist auch noch sehr wichtig. Und vielleicht ein größeres Magazin. Okay. Das war das. Was, hier ginge noch mehr? Ach doch. Nee, das haben wir doch schon. Ach, gepolsterter Schaft. Na gut, dann nehmen wir doch nochmal mehr Präzision mit rein. Jawohl. So, Fähigkeiten. Da gucken wir jetzt nochmal rein. Wir haben ja jetzt 3 Fähigkeitspunkte. Setzen Sie ungepanzerte Feinde außer Gefecht, wenn Sie ausweichen und dann kontern.
Nach der Wundheilung im Kampf widerstehen sie kurzzeitig dem Schaden durch Feinde. Zielen auf den Kopf eines Feindes aktiviert die Kopftreffer-Zielunterstützung. Ja, wenn da mehrere auf dem Haufen sind, so wie eben, wäre das vielleicht gar nicht so schlecht. Überlebensinstinkte halten länger an. Sehen Sie Fallen mit Überlebensinstinkte? Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das nehmen wir. Sind zwar gleich wieder 2 Punkte weg, aber das macht schon Sinn. Nö, nö. Was war das hier? Sie können unter Wasser Luftlänge anhalten. Da brauchen wir auch wieder 2 Punkte. Ach ja. Nee, den sammeln wir erstmal wieder. Belassen wir dabei. Und jetzt gucken wir erstmal zu unserem da hinten hin. So ein paar Nebenquests haben wir ja, aber ich denke mal, die verfallen ja nicht, nur weil wir jetzt zum Hauptziel gehen. Wir müssen uns ja noch vorstellen. So, mal gucken, bei wem wir uns hier vorstellen müssen. Ach nee, zum Händler müssen wir erstmal. Oder was heißt, wir müssen? Wir gucken einfach mal zum Händler. Wie geht's denn so? Gefällt dir irgendwas? Okay, wir haben 4919 Goldstücke, da können wir schon mal ein bisschen was mit erreichen. Erhöht die Tragekapazität für Gewehrmunition. Das klingt gut. Ausgezeichnete Wahl. Was haben wir hier? Stiefel eines Speers oder Jägers. Mehr Erfahrung von Lautlos-Kills. Gut, hätte ich mal nicht die Tasche gekauft. Ist nicht schlimm. Pistolenschalldämpfer. Pistolenmunitionsbeutel. Moa. Cool. Okay. Es war nett, mit dir zu handeln. Das ist auf jeden Fall schon mal interessant. Da kriegen wir allerhand coolen Kram. Ei. Jonah, hier sind Inka-Ruinen. Aber ich glaube, das Fundament des Tempels ist älter. Ja, Abby hat sich erinnert, wo sie das Symbol sah. Es ist irgendwo im Tempel. Sehr gut. Sag ihr Danke von mir. Ich bin hier. Es ist genug Dank, wenn du nichts kaputt machst. Ich bin gleich da, Lara. Aber er hat doch einen Tag frei. Das sei ihm doch auch mal gegönnt. Also man findet auf jeden Fall jede Menge Materialien. Oh, hier. Können wir nochmal untersuchen. Das schleppt sich aber so hin. Ja, wir finden jede Menge Material, um uns hier auszurüsten und so weiter. Mit ihm können wir auch nochmal sprechen. Ich höre, wie sie in der Tiefe rufen. Die Stimmen. Die alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen. Nein. Sieh es dir selbst an. Sieh dir an, wie der Atem der Götter aus dem Schoß der Erde kommt. Und hör auf ihre gequälten Schreie. Das war mir nicht aufgefallen. Wo ist dieser Atem? Ich kann sie aus der Unterwelt rufen hören. Die Stimmen der alten Götter. Vielleicht musst du dich nur ausruhen, ist gut. Ein Grab, juhu. Super. Das gefällt mir. Sie hat ihm gerade unterstellt, dass er verrückt ist. Grob übersetzt. Achso, hier kommen wir wieder nach unten. Andere Seite ging es ja auch nochmal lang. Ach, Schlamm. Immer wieder Schlamm. Oh, ein kleines... Oh, hier ist nochmal ein Basislager. Oh, Bergungsgut. Oh, explosive Fässer. Hier ist auch nochmal was zum Einsammeln. Na, hier scheinen wir oben auch schon in den Tempel sozusagen reinzukommen. Na. Oder? Ja, das sieht ganz so aus. Erlegen Sie und häuten Sie Tiere. Ja, um Ressourcen zu sammeln, ist richtig. So, gehen wir erstmal schnell ans Feuer. Trinity ist angespannt. Wenn sie hier sind, dann sind sie vor uns. Das heißt aber, ich bin auf der richtigen Spur. Immer positiv denken. Wenn Dominguez... Nein! Jetzt habe ich es weggedrückt. Oh Mann, oh.
Wolltest du noch was sagen? Ach, jetzt sagt sie natürlich nichts mehr. Gut, man kann also auch Schnellreise machen von Feuer zu Feuer. Tempel. Ach, ist schon wieder eine halbe Stunde rum? Na gut, dann sage ich erstmal, machen wir hier wieder einen Cut. Wir erkunden den Tempel dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr schaltet auch wieder ein. Wenn es wieder heißt Let's Play Shadow of the Tomb Raider, lasst einen Daumen da, kommentiert ganz fleißig, abonniert, empfehlt weiter und so weiter und so weiter. Und dann sage ich wieder mal Tschüss, bis zur nächsten Folge. Ja, Tschüss.